Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic und das hier ist keine normale Folge. Das ist eine kleine Danksendung. Ein Gruß an alle Spenderinnen und Spender, die uns in der Weihnachtsaktion geholfen haben, etwas Freiheit Deluxe für alle zu ermöglichen. Vor Weihnachten haben wir aufgerufen zur Spendenaktion bei betterplace.org und drei Organisationen ausgesucht. Ihr habt gespendet, darüber freuen wir uns sehr. 11.735 Euro sind zusammengekommen. Und diese 11.735 Euro wollen wir natürlich an die drei Organisationen weitergeben, die wir gemeinsam ausgesucht hatten. Wir, das ist Jagoda Marinic und das Vorzimmer Freiheit Deluxe, meine wunderbare Redaktion. Wir haben uns nicht ohne Zufall diesen 19. Februar ausgesucht, um euch zu informieren, was mit euren Spendengeldern passiert. Denn eine unserer Organisationen, die Bildungsinitiative Ferhat Unvar, kümmert sich um Bildung für junge Menschen, weil Ferhat Unvar eines der Opfer war der terroristischen Morde in Hanau und seine Mutter Serpil Temiz Unvar dieses Erlebnis in etwas zu verwandeln versucht, was ihr Kraft gibt, weil sie anderen jungen Menschen in diesem Land Kraft gibt, gegen Rassismus, gegen strukturellen Rassismus in Schulen umzugehen. Es ist also Zeit, Danke zu sagen euch, dass ihr gespendet habt und danke natürlich all den Organisationen, die wir ausgesucht haben, die, wie wir finden, eindrucksvolle Arbeit leisten. Es ist Zeit, euch ein bisschen darüber zu erzählen, wer sie sind, denn gerade heute am 19. Februar ist ja auch der Erinnerungstag an die Terrormorde in Hanau. Und der Hashtag Say Their Names ist einer der wichtigen Hashtags geworden, um zu zeigen, dass man eben nicht die Namen der Opfer vergisst, dass man Erinnerungsarbeit eben nicht nur so macht, dass man irgendwie die Täter in den Mittelpunkt stellt, sondern dass Hanau und die Menschen dort, die Engagierten, die Aktivisten gemeinsam mit den Hinterbliebenen dafür sorgen, dass diese Namen nicht vergessen werden. Am Wochenende schon marschierten Tausende von Menschen durch Hanau als Zeichen der Solidarität. Jedes Jahr im Netz, ihr kennt sicher die Bilder mit den Zeichnungen der Opfer. Es ist der Versuch, eben diese rassistischen Morde nicht einfach verschwinden zu lassen und so zu tun, als gäbe es das Ganze nicht und als wäre es ein Einzelproblem gewesen. Und deswegen fanden wir die Bildungsinitiative Ferhat Unvar exemplarisch als eine der Organisationen, die sich in Hanau im Nachhinein gebildet haben, eine wichtige Organisation, der wir eure Spendengelder zukommen lassen wollten. Wir haben daraufhin die Organisation gebeten, euch nochmal genauer zu erzählen, was sie genau machen, wie ihre Arbeit ist, wie sie helfen, was eigentlich, ja, was sie antreibt, welche Motivation sie haben. Und da es heute der 19. Februar ist, bekommt als Erste das Wort Serpil Temiz Unvar, die Mutter von Ferhat Unvar, eine hochbeeindruckende Frau, die ich auch schon auf vielen Veranstaltungen erlebt habe, die mit einer Leidenschaft einfach der nächsten Generation, den nächsten Jugendlichen Liebe mitgeben wird. Ich würde so pathetisch sagen, Liebe, angenommen sein und das Gefühl, dass Rassismus eigentlich nicht sein sollte, was junge Menschen auf dem Weg in ihr Erwachsenenleben erfahren sollte. Aber weil sie es doch tun, braucht es solche Initiativen wie die Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Und hier ist ihr Gruß für euch. Liebe Jagoda, ich bin Serpil Temiz Unvar, Mutter von Ferhat Unvar. Ich habe mit jungen Menschen Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet, weil damals habe ich mit dem Ferhat viel zu viel erlebt, Rassismus und Diskriminierung. Wir wollen junge Menschen nicht alleine lassen. Damals wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich. Keine Kinder und junge Menschen sollen sich einsam fühlen. Wir brauchen uns. Wir haben große Kapazität und Potenzial. Und wir wollen ja nicht junge Menschen verlieren. Man muss nicht viel machen. Ein bisschen Vertrauen und ein bisschen Liebe bringt viel. Und danach haben sie Selbstvertrauen für ihren eigenen Weg, weil die sind Zukunft von diesem Welt, nicht nur diesem Land. Und wir haben ganz große Potenziale, wenn wir denen unterstützen.
Und wir können ja bessere Zukunft bauen. Besser als jetzt. Ich vertraue an Jugendliche. Ich vertraue an deren Kraft. Und ich fühle mich, damals konnte ich Ferhat nicht helfen. Wegen Angst vielleicht. Aber wenn ich jetzt so andere Kinder und Jugendliche helfen kann, das bedeutet für mich, ich helfe zu Ferhat. Und das hilft zu mir, weiterzuleben. So wie Ferhat sagte, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Deswegen wollen wir dafür sorgen, dass er, so wie alle Opfer von menschenfeindlichen Anschlägen und Hassverbrechen, nie vergessen werden. Der Grund, warum wir Bildungsarbeit machen, ist, weil Serpil Abla immer sagt, kein Mensch wird als Rassist geboren. Vielmehr wird Rassismus, so wie andere menschenfeindliche Ideologien, gelernt. Und genauso kann man sie auch wieder verlernen. Deswegen geben wir Workshops, hauptsächlich an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, damit nie wieder Menschen durch Hass getötet werden, so wie Ferhat. Gleichzeitig ist die Bildungsinie auch ein Ort, an dem wir als Jugendliche empowered werden, an dem wir lernen, wie wir mit dem Rassismus, den wir alltäglich erleben, umgehen. Aber unsere Initiative besteht nicht nur aus Menschen, die selbst von Diskriminierung betroffen sind. Genauso soll auch unsere Message alle Teile der Gesellschaft erreichen, damit Rassismus und Hass nie wieder Leben kosten. Die zweite Organisation, die wir ausgesucht hatten im Vorfeld, weil auch das eine große Freiheitsfrage ist, ist natürlich Bewegungsfreiheit, Reisefreiheit, Festung Europa. Der nächste Hashtag, Leave No One Behind. Wer darf in diesen Zeiten eigentlich sich frei bewegen und wer nicht? Wer kann Geflüchteten helfen und wer nicht? Wir finden das eine ganz, ganz große Freiheitsfrage, die die Politik in diesem Moment zumindest nicht so beantwortet, dass wir zufrieden wären und dass es viele Diskussionen braucht und sicher auch vor allem ganz viel praktische Arbeit. Hier ist ein Gruß und eine kleine Nachricht von Leave No One Behind, damit ihr wisst, was jetzt genau mit euren Spendengeldern passieren wird. Als Leave No One Behind versuchen wir, unserem Namen gerecht zu werden, also niemanden zurückzulassen. Das heißt, wir sind aktiv an den europäischen Außengrenzen, wo wir mit unseren Partnerorganisationen beispielsweise humanitäre Hilfe leisten, Rechtsberatung für Geflüchtete unterstützen, medizinische Versorgung etc. Oder aber auch zum Beispiel die Überwachung von Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise durch die Küstenwachen an den Außengrenzen. Uns ist aber natürlich sehr bewusst, dass die Krise, die an den Grenzen jeden Tag sehr viel Leid erzeugt und auch leider regelmäßig viele Tote mit sich bringt, keine Naturkatastrophe oder keine natürliche Krise ist, sondern dass das eine politisch erzeugte Krise ist, für die die Entscheidung leider jeden Tag aufs Neue getroffen wird. Jeden Tag wird aufs Neue sich dagegen entschieden, endlich menschliche und gerechte Migrationspolitik umzusetzen. Und jeden Tag wird sich aufs Neue dafür entschieden, diesen Weg der Abschottung und des Populismus weiter zu verschärfen. Deswegen ist uns ganz wichtig, auch uns für politische Veränderungen einzusetzen und gegen diesen politischen Kurs vorzugehen. Das haben wir für das Thema Migration spezifisch schon immer gemacht und besonders in den letzten Monaten auch ausgeweitet und uns mit AkteurInnen aus anderen sozialen Bewegungen zusammengetan, um die gerade ja zum Glück neuen Wind bekommenden Demokratiebewegungen zu unterstützen. Denn natürlich gibt es ganz, ganz enge Parallelen zwischen der Entmenschlichung von Geflüchteten, zwischen dem Gegeneinander ausspielen von geflüchteten Menschen und Menschen, die bereits in Deutschland leben, von sozialer Gerechtigkeit und Migration. Und deswegen ist es uns wichtig, uns da zu verbünden und für eine bessere Demokratie gegen jeden Populismus und gegen jeden Rechtsextremismus überall zu kämpfen. Das war Leave No One Behind und die letzte Organisation, das letzte Projekt, dem die Spendengelder zu gleichen Anteilen zukommen, ist Mission Lifeline, die Seenotrettung. Von der haben wir gerade keinen Gruß bekommen, aber das heißt ja nichts Schlechtes, das heißt nur, dass sie viel zu tun haben, denn in unseren Zeiten wird es ja sogar kriminalisiert, Menschen aus der See zu retten. Und daher fanden wir das eine umso wichtigere Freiheitsfrage, die wir in unserer Spendenaktion in den Mittelpunkt stellen wollten. Mit Mission Lifeline, die Seenotrettung, das ist der dritte Teil. Und die Frage danach, ob in diesen Zeiten es wirklich ein Vergehen sein kann, Menschen aus offener See zu retten, die sich auf dem Weg zu einem besseren und sichereren Leben aufgemacht haben. Auch das eine große Freiheitsfrage. Das war's schon. Das war unser Gruß zum 19. Februar. Das war aber vor allem unser Dankeschön, dass ihr es uns möglich gemacht habt vom Freiheit Deluxe, wo es nur ums Reden geht, ums Denken geht, was ich aber überhaupt nicht unterschätzt wissen will. Aber alles Reden und Denken ist in einer Demokratie natürlich hinfällig, wenn es uns nicht gelingt,
auch zum Handeln zu motivieren. Und darum umso schöner, dass ihr die Spendenaktion Freiheit Deluxe für alle unterstützt habt, dass wir eure Gelder weitergeben durften. Wir hoffen, ihr verfolgt weiterhin die drei Projekte, die wir ausgesucht haben, habt Lust, euch zu informieren. Vielleicht wollt ihr auch ehrenamtlich helfen, vielleicht wollt ihr weiterspenden, wie auch immer. Vor allem hoffe ich natürlich, ihr wollt mit uns weiterdenken und weiterhören. Es geht ja Freitag wieder weiter mit Freiheit Deluxe. Und bis dahin, bleibt frei. Alles Schöne, eure Jagoda. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh.